Schau, wie viele Leute wieder gekommen sind. Wie immer bei freiem Eintritt hier der Liveball am Rathausplatz zu bewundern. Aber es gibt ja auch wirklich viel zu sehen. Den nächsten Star zum Beispiel. Der bringt dem Liveball sehr viel Rückenwind. Die Frage ist nur, ist es ein leichtes Windern oder ein Sturm? Wie lange hält die viel zitierte Toleranz an? Sie hat in jedem Fall nicht nur die Wiener und Wienerinnen im Sturm erobert, im letzten Jahr ganz Europa und hat sich ein ganzes Jahr Zeit gelassen für ihr erstes Album. Sie hat das gestern in der Top 2 so begründet. Sie wollte etwas machen, das vor allem sie unterhält, denn wenn sie hinter dem Produkt stehen kann, dann wird sie auch jeder Kritik standhalten. Das kennen wir doch alle, wenn wir unsicher sind, dann bieten wir Angriffsflächen und die wollte sie nicht bieten. So ist es ein Album geworden, das wie aus dem Herzen tropft. Man hat sie gefragt, ob sich was getan hat in den einen Jahren. Sie hat gesagt, ja, es war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber es wäre schön, wenn wir nicht mehr über sexuelle Orientierung reden müssen, wo einfach nur der Mensch zählt. Gerade nach dem Song Contest, hat sie gesagt, haben sich viele die gespielte Akzeptanz umgeheftet. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist gemacht. Im Laufe des Jahres ist die Euphorie ein bisschen verblasst. Das Umdenken haben ja manche vergessen. Aber deswegen haben wir ja den Song Contest und wir erinnern nochmal daran. Und sie ist die Botschafterin der Toleranz. Und in diesem Kleid war sie auch am Liveball-Plakat zu sehen, als goldene Adele. Da streift sie jetzt ab. Conchita Wurst, Superhits. Unstoppable. You don't know me, I don't know you. That's what we tell ourselves out of our lips all day. We could never love again. You don't know me, I don't know you. That's what it's gonna be if you let yourself get in the way of what the child inside you says. And if you haven't heard of romance, give it another go. It could be beautiful. Wouldn't you like to know? So take a breath and just dive in. Keep on climbing. Scars are a part of you. We can learn to understand. Carry your heart in your hand, and you will have a further grand romance. Like it's do or die. Never give an end. Always let your heart win. You don't know me, I don't know you. Conchita Wurst, ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr eine Woche nach ihrem Sieg in Kopenhagen, der Auftritt
beim Liveball mit Rise Like a Phoenix, das war ganz, ganz groß. Ihr drittes Mal am Liveball ist das. Es ist einfach immer wieder eine riesige Freude, dich auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank. Und du stehst auch nicht zum ersten Mal auf der Liveball-Bühne. Du gehörst ja schon seit Jahren zur Liveball-Familie dazu und hast dich auch heuer wieder ganz fest für AIDS Live stark gemacht. Und zwar nicht nur mit diesem Auftritt, sondern... Das ist wahr. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dieses Jahr auch das Testimonial sein darf. Ja. Danke an dieser Stelle auch an Gerrit, der so viel Vertrauen in mich gesetzt hat, dass ich diesen Ball dieses Jahr repräsentieren darf. Und ich hoffe, ich habe das in deinem Sinne getan. Ich bin ein Kind des Liveballs und vielen, vielen Dank für alle, die gekommen sind. Vielen Dank. Einen riesigen Applaus für Conchita Wurst. Danke. Und? Vielen Dank. Vielleicht sehen wir dich ja noch. So viel dürfen wir sagen. Die wunderschönen Kleider von Alice und Conchita Wurst stammen übrigens beide von Jean-Paul Gaultier. Ich freue mich ganz besonders, die Überreichung des Crystal of Hope ankündigen zu dürfen.